Herzlich willkommen der ersten Folge Minecraft Redstone Lehrling. Heute beschäftigen wir uns nämlich gleich mal mit der auch neuen Blöcken. Unseren Beobachterblöcken. Das sind die neuesten Blöcke im Creative Sortiment, ohne Mods natürlich, die sich hier drin abspielen. Ich glaube, ja, das ist noch ein bisschen versetzt, da ich noch das Resource Pack von Futur drin habe. Machen wir allerdings gleich kurz umgeschehen. Ja, fertig und so, jetzt sind wir auch nicht mehr verpackt und alles ist okay. Was wir hier haben, das ist der Observer, heißt der Beobachter auf Deutsch. Und ja, mit dem beschäftigen wir uns und zwar ein bisschen im Zusammenhang mit Pistons werden wir ihn ansehen und was er denn alles so drauf hat. Wir nehmen einen zufälligen Block, nehmen wir Quarz. Quarz ist schön. Ja. Der Observer hat so einiges drauf. Nicht nur, dass er sehr gut ist in Sachen erkennen. Nein, er hat es auch richtig drauf mit anderen Dingen, wie zum Beispiel jetzt sowas hier. Das merkt er nicht. Aber sobald hier was gesetzt wird, aha, hey, da wurde was gemacht. Da wurde wieder was gemacht. Wieder. Ja. Aber das ist ja klar. Was man vielleicht nicht weiß, dass er genau ein Tick schnelle Signale ausgibt. Haben wir bei der Maschine hier, die ihr kennen solltet, falls ihr die Tutorial-Reihe gesehen habt, ausgenutzt. Und zwar das hier. Das hier haben wir genau so ausgenutzt, wie wir es dort haben. Das eigentlich dasselbe hier kann man so zum Beispiel machen, indem man jetzt hier so einen Block platziert habt. Das ist so. Dann könnte man so, die Lampe wäre jetzt TNT. So, das hier ist das TNT. Könnte man eine Falle machen, sobald man den abbaut. Und bumm. So leicht ist es eigentlich. Und so kommen sie gleich wieder. Entschärfen allerdings. Ja. Man darf natürlich nicht so abbauen. Abbauen gleich wieder setzen. Dann ist der, kommt der nicht nach. Ja. So, entschärft. Bereit. So leicht ist es eigentlich mit dem Komparer, also mit dem Observer. Der kann auch nicht wirklich viel mehr als observieren, wortwörtlich. Ich weiß nicht, wieso es hier ständig springt. Ich habe hier keine Jump-Taste oder so. Nee. Ja. Was er jetzt allerdings nützt, kann man zum Beispiel, wenn ich es recht im Kopf habe, sollte er auch reagieren bei solchen Sachen, wie Erze, was ist das? Ach ja. Nicht bei solchen Erzen, sondern bei Whetstone-Erzen meine ich. Hier. Und so setzen wir jetzt erstmal. Sobald jetzt einer hier drauf steht, ja, merkt das. Jetzt wäre das TNT gezündet. Entschärfen wir mal kurz. So, sobald jetzt einer hier drauf geht, tap, bam. Ich finde, man kann ihn für den Bau einer Falle eigentlich perfekt nutzen. Wenn er jetzt wieder ausgeht, dann haben sie da nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch einen Bogen anschlägt, wenn man jetzt rauf. Lol. Ich habe noch nicht mal geschossen, aber logisch. Wenn man also darauf zielt, reagiert der Block automatisch. Das ist ja mal cool. Das ist richtig cool. Und wenn man jetzt weiter weg steht, dass der nicht in der Reichweite ist, aber sobald man dann in die Reichweite geht, okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Das wäre ein 5-Dinge-Fakt bei Spark of Phoenix wert.
Meiner Meinung nach. Meine Meinung, nicht deine Meinung eventuell. Aber ja, meiner Meinung nach. Aber er kann jetzt auch, wenn man jetzt nicht will, dass er... sowas hier zensuriert. Und kann hier auch, wenn man es ein bisschen unauffälliger machen will, sowas hier. Ja. Perfekt. Denn ein Farben bemerkt er, wenn einer hier durchgeht. Hier. Sobald einer drin steht. Ist sozusagen wie eine kleine Druckfalle, wenn man drauf ist. Und wenn man weggeht. Kennt man ja auch schon mit dem Faden und dem Hebel und solche Sachen. Heute kommen 2 Videos, ich weiß, aber hey, freut euch doch. Ja, jetzt üben wir das Ganze auch noch richtig aus, denn wir nehmen hier unseren Faden und nur zur Demonstration ein TNT. Was passiert, wenn ich hier durchlaufe? Ist bereits gezündet worden und... wieso ich das gemacht habe, ganz leicht erklärt. Ich will das Ganze nicht noch abbauen müssen. Ja, ich bin ein bisschen zu faul. Nein, ich habe zu wenig Zeit, leider. Um das Ganze auch noch abzureißen. Allerdings will ich es nicht auf der Tutorial-Map haben. Da ich dafür eine, später dann noch, werdet ihr sehen, eine eigene Map haben werde, wo ich so etwas aufbaue. Bei Tutorial-Map kommen nur solche großen Sachen hin, oder das. Ja. Das werdet ihr noch ein paar Mal sehen, in jeder Folge eigentlich. Und hier wird auch nichts verändert dran, die ganzen Folgen. Und ja, würde ich eigentlich sagen, was denn heute im Video schön, dass ihr dabei wart. Schaut die Tutorials noch nach, falls ihr sie nicht gesehen habt, die hinter mir. Und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.